Wunderschönen Nachmittag. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind hier bei uns im Livestream 2, wo wir Ihnen jetzt ein Studium vorstellen möchten, wenn Sie in einem ganz bestimmten Bereich arbeiten möchten, nämlich mit Menschen. Es geht um das Studium Psychotherapie. Das kann man seit Neuestem auch in St. Pölten studieren an der Bertha von Suttner Universität. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, lieber Michael Wieninger. Sie sind Studienprogrammleiter und Psychotherapeut auch, vermutlich mit eigener Praxis, aber das werden Sie uns vielleicht erzählen. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns dieses Studium jetzt vorstellen dürfen. Wir dürfen Ihnen ganz die Bühne überlassen und freuen uns, dass Sie da sind bei uns heute am zweiten Messetag. Bitte schön. Ja, Frau Bacher, ich danke für Ihre nette Vorstellung. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Begrüße alle Leute, die online dabei sind. Wie schon gesagt wurde, mein Name ist Michael Wieninger. Ich bin Studienprogrammleiter am Department Psychotherapie der Bertha von Suttner Privatuni und bin als Psychotherapeut in freier Praxis in Wien und in Baden tätig. Ich erwähne das vor allem deshalb, weil diese doppelte Qualifikation in einem praktischen Bereich und auch in einem wissenschaftlichen alle unsere Lehrenden auszeichnet, weil das kennzeichnet ist für unser Selbstverständnis und auch für die Konzeption unserer Lehre. Dazu werde ich später noch mehr erzählen. Ich möchte Ihnen vor allem heute etwas über unsere psychotherapiebezogenen Studienangebote berichten und auch darauf eingehen, warum es aus meiner Sicht notwendig und sinnvoll ist, eine akademisch fundierte Psychotherapieausbildung anzubieten und warum wir künftig noch viele qualifizierte Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten brauchen werden. Bevor ich dazu komme, möchte ich Ihnen ein paar Worte zu unserer Universität erzählen, weil unsere Uni noch relativ neu ist. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als erste Universität im deutschen Sprachraum eine Frau als Namensgeberin haben. Und nicht irgendeine Frau, sondern eine sehr inspirierende Frau. Bertha von Suttner, die erste Friedensnobelpreisträgerin, die mit Mitteln der Kunst, sie selber war Romanautorin, der Vernetzung und der Bildung an einer friedlichen Weltgesellschaft arbeiten wollte. Sie hat vieles erreicht und vieles von dem, was sie versucht hat, ist auch für uns noch eine Inspiration, dass wir nämlich Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm der alten Universität betreiben möchten, sondern ganz gezielt in Gesellschaft wirken möchten. In diesem Sinn ist dieses Zitat, das uns Bertha von Suttner mit auf den Weg gegeben hat, ebenso inspirierend, wenn sie sagt, es geht nicht darum, dass wir uns unseren Vorvätern würdig erweisen möchten, sondern dass wir unseren Enkelkindern verpflichtet sind. In Zeiten von Klimawandel, ich habe vorher einen sehr interessanten Vortrag hier gehört von einem Professor der BOKU, der erzählt hat, wie sich unser Klima verändert, ist diese Herangehensweise von Bertha Suttner umso wichtiger, dass wir nämlich in die Zukunft schauen müssen und damit auch mit unseren Studienprogrammen darauf reagieren müssen. Als Bertha von Suttner Privatuniversität überrascht es daher nicht, dass wir uns vor allem in solchen Bereichen engagieren, die mit hoher gesellschaftlicher Relevanz ausgestattet sind. Das ist zum einen die Psychotherapie, das ist das Soziale, die Pädagogik mit einem Schwerpunkt auf Inklusion. Es waren auch meine Kolleginnen der anderen Departments hier an der BEST schon im Einsatz und ich kann Sie nur einladen dazu, die Vorträge, die auch noch länger online stehen werden, sich anzuschauen und einen Blick auch auf unsere Homepage zu werfen, wie breit unser Angebot ist und welche Studiengänge wir bieten. Als Universität sind wir jung, sagte ich, aber gleichzeitig haben wir auch schon einiges an Tradition im Gepäck. Wenn ich sage jung, dann bedeutet das, dass wir 2017 akkreditiert wurden und 2019 den Studienbetrieb aufgenommen haben, mittlerweile gewachsen sind, aber immer noch eine Zielgröße anstreben von einer kleinen Universität. Wir wollen eine kleine und feine Universität bleiben, die vor allem auch eine hohe Qualität in der Lehre bietet. Dafür haben wir eine sehr komfortable Grundstruktur. Wir sind nämlich als Privatuniversität nicht, wie das vielleicht intuitiv naheliegt, gewinnorientiert. Nein, wir sind gemeinnützig. Das bedeutet, dass alles, was wir einnehmen, auch wieder in die Qualität der Lehre investieren. Und gehören, wenn ich das so salopp sagen darf, zwei Eigentümerinnen, die eine lange Tradition haben. Zum einen die der Landeshauptstadt St. Pölten, die mit der St. Pölten Holding auch gleichzeitig den Campus St. Pölten betreibt. Und zum anderen dem ÖRGG, dem österreichischen Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik, der größten Vereinigung von Psychotherapeutinnen und Beraterinnen in Österreich und auch dem größten Ausbildungsträger mit mehr als 60 Jahren an Tradition. Durch diese Konstruktion haben wir nicht nur sehr viel Expertise und Verlässlichkeit in unseren Genen der Universität, sondern haben auch die Möglichkeit, dass wir auch als junge Universität einen sehr modernen Campus mit benutzen können. Zurzeit haben wir zwei Standorte und da wir
dynamisch wachsen, freuen wir uns darauf, dass wir ab Herbst, also mit Beginn des Wintersemesters, zur Gänze auf den Campus St. Pölten ziehen und damit auch einen sehr gut verkehrstechnisch angebundenen Standort haben. Sie wissen, von Wien aus ist St. Pölten in 20 Minuten mit der Bahn erreichbar. Unser Campus liegt fußläufig wenige Minuten vom Bahnhof entfernt. Wir haben aber auch viele Studierende aus den Bundesländern, aus Linz bis ins Salzkammergut, aber auch bis nach Graz, weil wir eben gut an einem Verkehrsknotenpunkt liegen. Damit zur Psychotherapie und zur Frage, warum braucht es denn das? Und ich möchte dazu ein paar Eckdaten bemühen. Zum einen wissen wir von Untersuchungen der OECD, dass in Österreich im Schnitt 17-20% der Bevölkerung an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung leiden. Das heißt nicht, dass 17-20% in Behandlung sind, aber von einer profitieren würden. Wenn man das in so eine Hierarchie der Häufigkeiten bringt, dann leiden die meisten Menschen an Angststörungen, an Depressionen, an Sucht, an Essstörungen bis hin zur Suizidalität. Nur um das mit Zahlen zu unterfüttern, in etwa 1200 Menschen begehen in Österreich Suizid pro Jahr und davon sind 900 Männer. Also Suizid ist ein deutlich männlich konnotiertes Thema. Psychische Erkrankungen sind allgegenwärtig und gleichzeitig tabuisiert. Sie rücken aber mit der Pandemie, die uns ja auch hier an der Pest im Griff hat, in den Fokus der Öffentlichkeit. Ich habe hier einige Screenshots erstellt von Schlagzeilen, die ich von ORF.at in den letzten Tagen und Wochen kopiert habe, wo immer mehr Studien beleuchtet werden über die Folgen der Pandemie. Wir sprechen hier einerseits von unmittelbaren Folgen der Krisenbelastung, aber es wird immer deutlicher, dass es Langzeitfolgen geben wird, die sich in verschiedener Weise auf verschiedene Zielgruppen auswirken werden. Im Fokus derzeitiger Untersuchungen stehen die Folgen für Kinder und Jugendliche. Man spricht von der Generation Corona. Aber es wird auch immer deutlicher, dass insbesondere Frauen früher aus dem Erwerbsprozess fallen, schlechter wieder in die Berufstätigkeit kommen und auch eine Hauptlast der Situation in den Familien tragen und dadurch psychisch belastet sind. Ich hoffe, Sie verstehen das nicht zynisch, wenn ich sage, die Zukunft der Psychotherapie ist damit nicht nur mittelfristig gesichert, sondern verstehen das als einen deutlichen Verweis auf den Bedarf. Vor allem, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass jeder Mensch ein hohes, sagen wir, Risiko hat, grundsätzlich psychisch zu erkranken, zumindest statistisch gesehen, weil jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens zumindest einmal psychisch krank wird oder psychisch erkrankt. Es geht aber nicht nur um die Personen, die direkt psychisch erkranken, sondern man weiß, dass psychische Erkrankung ein hoher Risikofaktor ist in der Generationenfolge. Dass es sowas wie transgenerationale Weitergabe von psychischen Erkrankungen gibt, dass nämlich die psychische Erkrankung eines Elternteils ein hoher Risikofaktor für die psychische Erkrankung eines Kindes ist. Und damit wird auch klar, dass psychische Erkrankungen sowas wie einen Schneeballeffekt haben können, so wie wir das in der Pandemie mit dem Virus kennen, dass sich so etwas ausbreitet und dadurch psychische Erkrankungen, auch wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ein volkswirtschaftlich relevanter Faktor sind. 2015 hat Österreich immerhin 4,3% des BIP für psychische Erkrankungen ausgegeben. Österreichweit, wenn man das in Zahlen umrechnet, waren das 15 Milliarden. Europaweit 84 Milliarden. Und all das reicht aus Sicht der Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten bei Weitem noch nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf abzudecken. Es gibt mittlerweile natürlich viel Angebot im Bereich der Psychotherapie. Wenn Sie durch Wien gehen, haben Sie ja den Eindruck, wenn Sie die Türschilder lesen, dass in jedem zweiten Haus ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin ihre Angebote setzt. Das täuscht darüber hinweg, dass wir österreichweit zum Teil eklatante Fehl- und Unterversorgung haben, dass es vor allem einen Stadt-Land-Unterschied gibt und dass vor allem in den ruralen, also in den ländlichen Gebieten, es deutliche Unterversorgungen gibt. Auch gibt es nicht für alle Altersgruppen gleichermaßen Angebote. Vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendlichenarbeit, aber auch im Bereich der Psychotherapie für Alte gibt es noch einen hohen Bedarf. Welche Art von Ausbildung muss man machen, um in diesem Bereich tätig zu werden? Dass es Leute braucht in diesem Bereich, sollte ja mittlerweile deutlich geworden sein. In Österreich gibt es seit 1991 ein Psychotherapiegesetz, das international hoch beachtet ist, das sehr genau regelt, wie die Psychotherapieausbildung in Österreich zu organisieren ist. In § 1 des Psychotherapiegesetzes ist nachzulesen, was Psychotherapie überhaupt ist. Es ist
Eine umfassende, bewusste, geplante Behandlung von psychosozial oder psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen. Bereits in § 1 ist geregelt, welche Art von Ausbildung man braucht. Nämlich, man braucht eine allgemeine und eine besondere Ausbildung. Psychotherapieausbildung ist also in den letzten 30 Jahren gesetzlich geregelt, zweistufig organisiert gewesen. Nämlich in einer ersten Ausbildung, die allgemein ist, im sogenannten psychotherapeutischen Propedeutikum, auf das eine fachspezifische Ausbildung, das sogenannte Fachspezifikum, anschließt. In Österreich sind 23 Psychotherapierichtungen anerkannt vom Bundesministerium, die man überblicksweise in vier Cluster, vier Hauptrichtungen unterteilen kann, welche, die eher tiefenpsychologisch orientiert sind, sich mit dem Unbewussten des Menschen beschäftigen, solche, die humanistisch-existenziell orientiert sind, systemisch orientierte und verhaltenstherapeutisch orientierte. In den letzten Jahren setzt sich eine Auffassung durch, dass die Psychotherapieausbildung, die jahrzehntelang mit einer großen Tradition außerhalb der Universitäten in sogenannten fachspezifischen Ausbildungseinrichtungen angeboten wurde, die in der Regel als Vereine organisiert sind, erhalten bleiben sollte in dieser Qualität, aber noch stärker akademisch fundiert und stärker mit der universitären Ausbildung vernetzt werden sollte. Das ist die Zukunft der Psychotherapieausbildung, diese sogenannte Akademisierung der Psychotherapieausbildung, für die einiges spricht. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sollten künftig noch stärker in einer dreifachen Weise qualifiziert sein für Wissenschaft. Also zum einen, dass sie natürlich auch durch gesellschaftliche Veränderungen mit neuen Problemstellungen konfrontiert sind und Psychotherapie gefordert ist, die eigenen Konzepte und Ansätze weiterzuentwickeln. Zum anderen, also das wäre selbst Forschung über Psychotherapie zu betreiben. Zum anderen wäre es ja auch denkbar, dass Menschen, die in der psychotherapeutischen Praxis arbeiten, in der Lage sein müssen, wissenschaftliche Studien zu lesen und eventuell auch aus der eigenen Praxis Daten zur Verfügung zu stellen für Forschung. Zum Dritten, das habe ich schon angesprochen, ist die Fähigkeit wichtig, sich im Dialog mit anderen, nämlich insbesondere im transdisziplinären, interdisziplinären Austausch mit angrenzenden Berufsgruppen, der Psychologie, der Psychiatrie, verschiedenen anderen relevanten Berufstätigkeiten auf Augenhöhe unter Rekurs auf Wissenschaft austauschen zu können. Die Suttner Uni setzt deshalb ein Angebot, das diese zwei klassischen Säulen der Psychotherapieausbildung, das Propedeutikum und das Fachspezifikum, vernähen mit einer dritten Säule, nämlich der wissenschaftlichen Ausbildung. Und davon möchte ich Ihnen ein bisschen erzählen, wie wir das angehen, wie das im Curriculum dargestellt ist. Der wesentliche Grundgedanke, der dabei mitschwingt und der wichtig ist an der Stelle, dass wir eine Möglichkeit bieten, all jenen, die ohne dies eine Psychotherapieausbildung machen möchten, große Teile dieser Psychotherapieausbildung synergetisch für ein Studium zu nutzen und die eigene Psychotherapieausbildung also akademisch zu fundieren. Und dazu haben wir ein sogenanntes konsekutives Studienangebot. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass es unterschiedliche Arten von Studienangeboten gibt. Es gibt sogenannte ULGs, Universitätslehrgänge, die in der Regel nicht konsekutiv sind. Das heißt, nicht einen schlüssigen, fachnahen Bachelor voraussetzen und deshalb auch nicht zwingend berechtigen, ein PhD, ein altes Doktoratstudium, fortzusetzen. Im Unterschied dazu ist unser Studienangebot konsekutiv konzipiert. Das heißt, ein erster Bachelor, der grundlegend orientiert, der auch schon einen ersten Teil der Psychotherapieausbildung mit inkludiert, wird fortgesetzt in einem thematisch schlüssigen Masterprogramm, das einen zweiten Teil der Psychotherapieausbildung aufnimmt und wiederum wissenschaftlich rahmt. Ich möchte Ihnen das im Detail zeigen. Wenn Sie bei uns den Bachelorstudiengang studieren, haben Sie zum einen Inhalte des Propedeutikums hier abgebildet. Sie haben zum anderen diese zweite Säule eines Fachspezifikums, das bei einer kooperierenden Ausbildungseinrichtung, ich zeige Ihnen gleich auf der nächsten Folie eine Liste unserer Kooperationspartnerinnen, absolviert werden kann. Und zum dritten eben die wissenschaftliche Säule. Wenn Sie bereits ein psychotherapeutisches Propedeutikum abgeschlossen haben, besteht die Möglichkeit, dass Sie bei uns gleichsam in den zweiten Studienabschnitt einsteigen und das bereits erworbene Propedeutikum anrechnen lassen.
Der Masterstudiengang greift also den zweiten Teil des Fachspezifikums auf und ergänzt das wiederum mit verschiedenen wissenschaftlichen Fächern, die ich Ihnen gleich nochmal etwas näher zeigen werde. Erschrecken Sie nicht, Sie müssen das nicht lesen können, was in diesen Kasteln steht, sondern ich werde Ihnen da etwas erzählen. Es geht mehr um einen grafischen Eindruck. Sie sehen zunächst mal eine mintgrüne oder türkise Reihe. Da ist alles abgebildet, wo es darum geht, sich in der Psychotherapie zu orientieren, verschiedene Ansätze kennenzulernen, unterscheiden zu lernen, grundlegend eingeführt zu werden in Psychologie, in Entwicklungspsychologie. Sie sehen einen roten Balken, der sich mit medizinischen Fächern beschäftigt, Grundlagen der Psychiatrie in verschiedenen Altersgruppen, Grundlagen der Psychosomatik. Sie haben darüber hinaus Fächer, die sich mit institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Psychotherapie beschäftigen. Und quer, das sind die blauen Teile, fließt immer schon die wissenschaftliche Ausbildung mit ein, wo sie eingeführt werden in die Grundlagen von Wissenschaft, grundlegende Forschungsmethoden und begleitet werden auf dem Weg zur Bachelorarbeit. In diesem, bei mir erscheint es jetzt lachsfarbenen großen Block rechts unten, ist das Fachspezifikum angesiedelt, also jene zweite Phase der Psychotherapieausbildung, die bei Kooperationspartnern besucht werden kann. Und wir sind sehr froh, dass wir schon 7 Kooperationspartnerinnen gewonnen haben, die ein sehr breites Spektrum an psychotherapeutischen Ansätzen abdecken. Wir aber gleichzeitig in Verhandlung sind und sehr weit fortgeschritten sind und so viel kann man schon sagen, unser Angebot auch noch bald erweitern können. Darüber hinaus kann man auch bei einer nicht kooperierenden fachspezifischen Einrichtung die Ausbildung machen und über individuelle Anrechnung regeln. Wenn wir jetzt in den unteren Balken springen, also da, wo der Master ist, möchte ich Ihnen auch nochmal einen Detaileindruck geben, was da überhaupt drinsteckt in diesem Master, was man da lernt. Sie haben auf der rechten Seite die Schiene des Fachspezifikums, die weiterläuft, und auf der linken Seite im Mintenteil die wissenschaftlichen Fächer, die an der Bertha von Suttner Uni besucht werden. Hier führen wir in die grundlegenden, wichtigen Felder der derzeitigen aktuellen Psychotherapieforschung ein, Ausbildungsforschung, Versorgungsforschung, Wirksamkeitsforschung und vieles mehr und versuchen, die grundlegende Idee zu unterstützen und vor allem unsere Studierenden dabei zu unterstützen, die praktischen Erfahrungen aus dem Fachspezifikum mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zusammenzuführen und eben ein praxisnahes, wissenschaftlich fundiertes Studium zu machen. Wozu das alles? Was kann man tun, wenn man das studiert hat? Was sind die Karrierechancen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man beruflich tätig werden kann. Eine besteht natürlich darin, dass man als niedergelassener Therapeut, Therapeutin in freier Praxis tätig ist. Viele Kolleginnen tun das auch. Andere wählen den Weg, dass sie in einer Institution, in einem Krankenhaus, in einer Klinik, einer psychosozialen Einrichtung tätig sind. Für manche ist das aber kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Vor allem ist das oft am Beginn einer Karriere ganz hilfreich, dass man auch irgendwo eine Festanstellung hat und sukzessive die eigene Praxis, die Selbstständigkeit erhöht. Was unser Studium bietet, ist, dass man darüber hinaus auch wissenschaftlich qualifiziert ist, also sich in verschiedenen Bereichen der Psychotherapieforschung, der humanwissenschaftlichen Forschung engagieren kann, man aber im weitesten Sinn für viele psychosoziale Bereiche qualifiziert ist, im Bereich der Beratung, im psychosozialen Kontext, aber auch manche Therapeutinnen werden sehr geschätzt im Bereich der Human Resources, der Persönlichkeitsbildung, um dort ihre Qualifikationen mit einzubringen. Wie vermitteln wir das? Unsere Universität versucht, eine Universität modernen Zuschnitts zu sein. Das bedeutet, dass wir in der Lehre ganz explizit versuchen, auch ein anderes Modell von Vermittlung aufzugreifen, das sich ganz gezielt an erwachsene Studierende richtet, das sich ganz gezielt an berufstätige Studierende richtet und auch die Berufstätigkeit von Studierenden als Ressource begreift, die wir in den Lehrveranstaltungen nutzen und in einem modernen didaktischen Konzept umzusetzen versuchen. Im Wesentlichen beruht dieses Konzept darauf, dass wir alle unsere Lehrveranstaltungen streng rhythmisieren, nämlich in einen Dreischritt. Wir beginnen immer mit einer sogenannten Vorpräsenzphase, die 5 Wochen dauert, wo Studierende von uns engmaschig angeleitet Unterlagen bekommen, Lehrmaterialien, Lehrvideos, Podcasts, wo sie Aufgaben zu erfüllen haben und betreut werden, mit dem Ziel, dass man schon vorbereitet auf einer gemeinsamen Reiseflughöhe in den Präsenztermin kommt und dort fallbezogen, praxisbezogen, nicht mehr bei Null beginnend gemeinsam arbeiten kann. Das ist die zweite Phase
an die sich in der Regel eine dritte Phase anschließt, wo das, was gemeinsam bearbeitet wurde, nochmal in einer eigenständigen Arbeit verdichtet wird, nachrecherchiert wird und spätestens 7 Wochen nach dem Beginn einer Lehrveranstaltung das Modul abgeschlossen ist, weil dann der Rhythmus von Neuem in der neuen Lehrveranstaltung beginnt. Das ermöglicht unseren berufstätigen Studierenden, lang im Voraus zu wissen, wann muss ich mir wie viel Zeit einberechnen, wie kann ich mir das einteilen, und in der Regel ist das sehr gut neben einer Berufstätigkeit studierbar. Damit bin ich auch fast am Ende und bei 2 wichtigen Punkten. Wer darf da studieren? Also was müssen Sie für Zugangsvoraussetzungen mitbringen? Für den Bachelor brauchen Sie die allgemeine Universitätsreife oder eine Studienberechtigung/Studienzulassungsprüfung. Wenn Sie darüber Informationen wollen, was Sie da für eine Prüfung mitbringen möchten, kontaktieren Sie uns. Wir haben einen Informationssheet. Wenden Sie sich an uns. Sie erfahren darüber mehr. Sie müssen, ich sage jetzt müssten, 18 Jahre sein, um bei uns an der Uni studieren zu können. Da ist aber ein kleines Problem damit verbunden, da der Gesetzgeber, da das Psychotherapiegesetz vorschreibt, dass man mindestens 24 Jahre alt sein muss, was sehr sinnvoll ist, wenn man in ein Fachspezifikum eintritt. Das heißt, wir ermuntern nicht gezielt 18-, 19-Jährige bei uns zu studieren, zu beginnen, weil man einplanen müsste, dass man dann, wenn man nach 2 Jahren den ersten Studienabschnitt abgeschlossen hat, eine Stehzeit hat, bis man das Studium, den Bachelorstudium fortsetzen könnte. Wenn das auf Sie zutrifft und Sie sich dennoch dafür interessieren, können wir Sie gerne beraten, wie man mit diesem Zwischenbereich umgeht, welche Art von Praktika, welche Art von Beurlaubungen man wählen kann, um diese Zeit bis zum 24. Lebensjahr sinnvoll für das Studium auch zu nutzen. Für den Master, weil es ein konsekutives Programm ist, ist es einerseits möglich, über unseren Bachelor in den Master zu kommen. Es wäre aber auch denkbar, dass Sie durch ein fachnahes Bachelorstudium den Weg zu uns finden und dann noch zusätzlich über Ihr Fachspezifikum 50 ECTS erbringen. Darüber informieren wir Sie gerne. Ich werde Ihnen dann abschließend auch noch sagen, wo Sie die Information kriegen. Sie wird interessieren, was das kostet. Und ein Studium kostet Geld. Psychotherapieausbildung war immer teuer, ist teuer. Was wir bieten, ist durch einen nicht sehr großen Mehranteil zu dem, was Psychotherapieausbildung ohne dies kostet, eine akademische Rahmung zu finden an einer Universität und damit das Studium nochmal aufzuwerten. Der Bachelor kostet bei uns 5.150 pro Semester, der Master 6.300, wobei hier auch schon die Kosten für das Fachspezifikum insoweit drinnen ist, dass alles abgedeckt ist, außer die Einzelselbsterfahrung und die Einzelsupervision. Wenn Sie wissen möchten, wie hoch diese Anteile für Selbsterfahrung und Supervision sind, das divergiert je nach Anbieter, informieren wir Sie gerne im Rahmen unserer Infotermine. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass wir aktuell ein sehr attraktives Angebot für Psychotherapeutinnen haben, die schon fertig sind, die ihre Ausbildung nicht akademisch gemacht haben, aber sich upgraden wollen. Für die haben wir ein zeitlich befristetes Konzept, wie man den Bachelor und auch den Master nachholen kann. Wir informieren Sie gerne über Möglichkeiten der Studienförderung, Studienkredite. Wenden Sie sich an uns. Eine Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, ist schon nächste Woche. Am 11.03. haben wir einen Online-Infotermin. Wir haben jedes Monat Online-Infotermine. Schauen Sie auf unsere Homepage, kommen Sie vorbei. Ich würde mich freuen, Sie dort zu treffen und näher über die Schritte zu informieren. In diesem Sinn mache ich hier Halt und freue mich auf Ihre Fragen aus dem Chat, beziehungsweise Frau Bacher hat sicher auch einiges, was genau Sie mich fragen möchte. Sehr, sehr gerne. Danke vielmals. Aber wir lassen Sie uns gleich diese Frage mit einbauen, ja, die wir im Live-Chat hereinbekommen haben. Wo kann man Psychotherapie noch überall studieren? Weil Sie selbst sind ja auch Psychotherapeut. Da hat es die bei der von Suttner Universität noch nicht gegeben. Wie haben Sie Ihre... Hat es schon gegeben? Ach so, ich habe gesagt, ja, man kann an verschiedenen Orten Psychotherapie studieren. Genau, neu jetzt da. Aber sozusagen, wie war grundsätzlich die Ausbildung? Weil Sie gesagt haben, es ist sozusagen jetzt auch ein Upgrade für all jene, die eben noch nicht akademisch Psychotherapeutin oder Psychotherapeut sind. Das heißt, wie ist bis dato die Ausbildung gewesen? Also grundsätzlich ist es so, dass in Österreich diesen ersten Teil der Psychotherapieausbildung, das psychotherapeutische Propädeutikum, eine Reihe von Anbietern anbieten. Die findet man im Netz. Das ist nicht aufwendig, das zu finden. Und es gibt, wie ich sagte, 23 verschiedene anerkannte Fachspezifika, die, ich denke, von 48 oder sind es gerade 49 vom Bundesministerium anerkannten fachspezifischen Ausbildungseinrichtungen getragen werden.
Dort kann man auch nach wie vor eine nicht akademisch angebundene Psychotherapieausbildung machen, wobei die meisten Fachspezifiker schon Kooperationen mit verschiedenen Universitäten eingegangen sind oder dabei sind, sie einzugehen. Und das gibt es an verschiedenen Universitäten, aber man eben sehr genau schauen muss, weil an einigen Universitäten diese Angebote eben nicht konsekutiv sind. Wie ich sagte, als ULGs konzipiert sind. Und wenn man damit spekuliert, vielleicht später mal auch ein PhD-Studium anschließen zu wollen, hätten wir ein Angebot, wo das grundgelegt ist. Also höre ich da heraus, dass sozusagen diese Berufsrichtung akademisiert werden will im Sinne der Anerkennung, der beruflichen Anerkennung, ist das auch der Hintergrund, dass man sagt, okay, da gibt es eben Ausbildungsstätten ganz viele, weil das ist ja ein Teil in Ihrem Studium auch, die Sie ja einfach unter Anführungszeichen einfach integrieren, also anbieten, das kann man sich dann aussuchen, wo man das macht. Aber das heißt, es gibt also einen Wunsch, es auf ein akademisches Niveau zu stellen. Es gibt nicht nur einen Wunsch. Also zunächst muss man noch mal feststellen, dass Psychotherapieausbildung in Österreich seit jeher hochqualitativ und qualitätsgesichert erfolgt. Ja, und es ja auch einen Psychotherapiebeirat gibt, der sehr genau prüft, wer eine Psychotherapieausbildung anbieten darf. Und es gibt seit jeher in den psychotherapeutischen Ausbildungseinrichtungen auch eine Tradition zu forschen und das eigene Feld zu beforschen. Aber es wird immer deutlicher, dass es eine übergeordnete Bemühung braucht, Psychotherapie noch stärker forschungsmethodisch auszurichten und vor allem auch diese Forschungskompetenzen zu entwickeln, damit man auch die Psychotherapie selbstbewusst im Konzert der Wissenschaften in den interdisziplinären Austausch bringt. Ja. Es ist nämlich eine relativ junge, festgeschriebene Ausbildungsform. 1991 haben Sie ja sozusagen auf die Folien geschrieben gehabt. Wenn sich jemand für den Bereich interessiert, also sozusagen mit Psychologie sich spielt, dann gibt es ja sozusagen die Psychologen, dann gibt es die Psychiater, dann gibt es die Psychotherapeuten, dann gibt es die psychologischen Berater, also irgendwie ein ganzer Dschungel. Wie würden Sie, wenn Sie sozusagen Zuseherin oder Zuseher heute sind, wie soll man sich da auskennen? Wer ist für wen richtig oder zuständig? Ja, das ist eine große Verwirrung. Was ist das alles, das mit Psy beginnt? Was ist der Unterschied? Also grundsätzlich ist es so, dass die Psychotherapie eine anerkannte Berufsgruppe ist, wo es auch einen Titelschutz gibt. Ja? Also Psychotherapie hat eine lange Tradition, die lang vor 1991 hinweg reicht und es schon Anfang des 19. Jahrhunderts, spätestens ab 1933, Richtlinien gab, die Ausbildung zu regeln. Dennoch ist die Beschäftigung mit der Psyche in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gewachsen. Also da gibt es zum einen die Psychologie, die ja zunächst als eine allgemeine Wissenschaft über die Psyche angetreten ist und auch weniger konkret auf die Behandlung, also die Umsetzung spezialisiert ist, sondern dieser Teilbereich der Psychologie ist die klinische Psychologie. Im Unterschied dazu gibt es auch einen Bereich in der Medizin, der sich natürlich mit der Psyche beschäftigt und das ist die Psychiatrie, die in weiten Teilen auch sich mit den hirnphysiologischen und mit den medikamentösen Behandlungsstrategien auseinandersetzt, aber nicht nur. Also es gibt diese verschiedenen Möglichkeiten des Zugangs. Was das österreichische Psychotherapiegesetz geregelt hat und wofür uns viele international beneiden, ist, dass wir einen sehr breiten Zugang zur Psychotherapie haben. Es nämlich das Psychotherapiegesetz davon ausgeht, dass es viele Berufsgruppen gibt, die eine wesentliche Vorbildung für das mitbringen, was man dann in der Beschäftigung der Psyche braucht. Also die sogenannten Quellenberufe. Da zählen dazu neben der Psychologie auch die Pädagogik, dazu zählen die Kommunikationswissenschaften bis hin zur Theologie. Und die Psychotherapieausbildung in dieser Logik eigentlich eine hochspezialisierte Weiterbildung ist. Und deshalb auch, dass sie einen sehr breiten Zugang ermöglicht und für viele da draußen vielleicht attraktiv ist, die kein Medizinstudium haben, die sich vielleicht nicht in der Psychologie spezialisiert haben, aber interessiert sind an der Arbeit mit den Menschen, an der Förderung von Entwicklungsprozessen. Ja. Aber sozusagen das Klientel, mit dem man als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut arbeitet, wird die ist das eine Diagnose oder sind das Menschen, die hereinspazieren bei der Praxis? Ja, das ist mal die Frage, wie kommt jemand zu Ihnen? Manche werden zugewiesen, weil sie eine Diagnose haben, weil sie eine Ärztin, einen Arzt oder so schickt. Andere kommen durch die Tür und sagen, ich weiß nicht, was mit mir stimmt, aber ich komme mal. Aber grundsätzlich ist der Gegenstandsbereich der Psychotherapie die Arbeit mit Menschen, mit krankheitswertigen Leidenszuständen beziehungsweise psychischen Erkrankungen.
Ja, im Unterschied dazu die psychosoziale Beratung, also es gibt ja auch die Lebens- und Sozialberatung als Gewerbe, die dezidiert nicht mit krankheitswertigen Leidenszuständen arbeitet. Genau, also das ist sozusagen, es gibt also schon Abgrenzungspunkte, wo man hinschauen kann. Also das heißt, im Vorfeld sollte man sich schon auch mit dem beschäftigen, mit wem arbeite ich dann zusammen, oder? Auf alle Fälle, aber das ist ja auch ein wesentlicher Teil des Bachelorstudiums, dass man hier eine Orientierung kriegt über das psychosoziale Feld und vor allem auch, dazu werde ich beim Infotermin, wenn Sie kommen, noch viel mehr informieren, ist es ja nicht nur eine theoretische Ausbildung, sondern es ist auch notwendig, schon ein erstes Praktikum zu machen, das supervidieren zu lassen und Selbsterfahrung zu machen, um auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie denn das ist, mit Menschen zu arbeiten, die psychosozial belastet sind oder auch krankheitswertige psychische Zustände haben, ja. Das ist Gegenstand des Studiums. Ja. Okay, aber ich sage, gescheiter wäre ja, dass man sich im Vorfeld schon, bevor man sich fürs Studium entschieden hat, natürlich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Wir greifen gerne auf, was über den Chat hereinkommt. Also welche Zugangsvoraussetzungen braucht es, wenn kein Quellberuf gegeben ist? Also zunächst mal können Sie bei uns das Studium aufnehmen, das Bachelorstudium, wenn Sie die allgemeine Hochschulreife haben und 18 sind und Deutsch können. Wesentlich ist, dass Sie diesen Quellberuf brauchen, wenn Sie in den zweiten Studienabschnitt eintreten, das heißt dann, wenn Sie ein Fachspezifikum aufnehmen. Und wenn Sie keinen Quellberuf mitbringen, dann ist es notwendig, beim Ministerium ein Ansuchen auf Eignung zu stellen. Das ist kein Hexenwerk, aber das ist etwas, das man ernst nehmen muss und wo wir auch beraten und unterstützen, aber wo man wissen muss, man hat 4 Semester Zeit und sollte spätestens im Laufe des 4. Semesters diesen Schritt angehen und dieses Ansuchen einreichen, damit man dann keine Studienverzögerung hat und im 5. mit dem Studium fortsetzen kann. Das Bachelorstudium dauert schon auch 6 Semester. 6 Semester, mindestens, okay. Ja. Ich schaue gerade, könnte man sich eventuell bestimmte Lehrveranstaltungen aus dem Psychologiestudium anrechnen lassen? Ja, auf alle Fälle. Also das ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das geht. Es gibt eine offizielle Anrechnungsrichtlinie, wo man vor allem aus bestimmten Studiengängen, die Psychologie gehört dazu, auch Lehrveranstaltungen definiert hat, die man für die propädeutischen Teile verwenden kann. Darüber hinaus, wichtig ist, dass man sich immer nur aus abgeschlossenen Studien anrechnen lassen kann. Aus dem Psychologiestudium kann man sicher auch einzelne forschungsmethodische Teile mitbringen, sofern es abgeschlossen ist. Sollte man jetzt eher nicht als frische Maturantin mit dem Studium beginnen? Das war diese 24 Jahre. Jetzt als frische Maturantin würde ich Sie einladen, kommen Sie zum Online-Infotermin oder suchen Sie das direkte Gespräch. Aber grundsätzlich ist es so, dass Sie das einplanen müssen, dass das Studium für Sie länger dauern würde und dass Sie sich was überlegen müssen, vielleicht auch mit uns gemeinsam, wie Sie diese Zeit sinnvoll nutzen, damit Sie keine lebensbiografische Stehzeit haben, bis Sie Ihr Fachspezifikum aufnehmen können. Ist ein Auslandsaufenthalt während dem Studium möglich? Wir begrüßen das sehr. Gleichzeitig ist die Psychotherapieausbildung sehr eng an die österreichischen Vorgaben geregelt, sodass man auch gerade Praktikumsstellen sehr oft aus dem Ausland schwieriger ist, das in Einklang zu bringen. Wir ermuntern auf alle Fälle, Auslandsaufenthalte zu machen, wo man Einrichtungen kennenlernt, sich auch vergleichend mit der Situation woanders beschäftigt. Wenn man Auslandsaufenthalte hat, ist es bei uns nicht so, dass sie dadurch, es kann sein, dass sie dadurch eine Studienverzögerung haben. Gleichzeitig bieten wir die Möglichkeit für solche Fälle, dass man kostenlose Toleranzsemester in Anspruch nehmen kann, also Sie keine zusätzlichen Kosten haben, wenn Sie Ihr Studium quasi vertiefen möchten durch einen Auslandsaufenthalt. Bevor möglicherweise die nächsten Fragen noch hereintrudeln aus dem Live-Chat, eine Frage an Sie noch. In der täglichen Arbeit dann als Psychotherapeutin und Psychotherapeut, was würden Sie sagen, sind die Minimum- Eignungen, die man auch mitbringen muss für diesen Beruf, weil, also ich spinne jetzt einfach, gell? Wenn Menschen mit in einer belastenden Situation daherkommen und einmal endlich bei jemandem reden dürfen, dann kommt einmal ein ganzer Schwall daher. Heißt das, würden Sie sagen, also auch dieses Zuhören können oder heraus, also sozusagen aus ganz vielen Dingen die Essenz heraushören zu können, also das auch die Kommunikationsfähigkeit, also nicht nur das Hören tatsächlich akustisch auch notwendig ist, sondern auch das Ausdrücken, also im Kommunizieren mit anderen Menschen.
was alles noch braucht es für diesen Beruf, dass man dort sozusagen eine große Freude hat und sich einbringt? Das ist eine gute Frage, die man sehr ausführlich beantworten müsste, was man denn alles können sollte. Also zunächst sollte man sich natürlich auch mit sich selbst beschäftigt haben und auch die Punkte kennen, die bei einem selbst irgendwie so Trigger sind. Mhm. Aber was eine wirklich wichtige Eigenschaft ist, und Sie haben es angesprochen, ist, dass man diesen Impuls zunächst mal heilen oder helfen zu wollen, hintanstellen kann und ein grundlegendes Interesse dafür hat, was da ist und gemeinsam auch belastende Dinge verstehen zu wollen und nicht im ersten Sinne sich impulshaft auskennen zu wollen, sondern in der Lage zu sein, zu beobachten und Menschen dabei zu begleiten, sich auch mit schmerzlichen Dingen auseinanderzusetzen. Und das braucht eine gewisse Geduld und eine gewisse Belastbarkeit. Und dann kann dieser Beruf auch sehr erfüllend sein. Mhm. Mhm. Haben Sie in der Ausbildung auch berücksichtigt, eben weil ich gerade so wie zuerst aufgezählt habe, es gibt eben Psychiater, es gibt Psychologen, es gibt die psychosozialen Berater auch von also LSB, Lebens- und Sozialberater, und eben die Psychotherapeutinnen und Therapeuten, dass man sozusagen, das habe ich Ihre Kollegin auch heute schon gefragt, dass man sozusagen sein eigenes Berufsbild schärft, im Sinne von, dass man auch versteht, wie mache ich denn das, dass ich meine Nische finde, und eben so wie in Wien, wenn jede zweite Tür möglicherweise, also wie geben Sie da auch schon im Studium Unterstützung für die mögliche nachfolgende Selbstständigkeit? Auf alle Fälle. Also das ist ja einer der wichtigsten Dinge, dass man eine klare Vorstellung davon kriegt, wofür man zuständig ist und wofür man auch nicht zuständig ist, wo auch die Grenzen der eigenen Zuständigkeit sind und wo man in der interdisziplinären Zusammenarbeit auf die Kooperation mit anderen Berufsgruppen angewiesen ist. Und bei uns im Studium begegnen einem ja auch verschiedene Berufsgruppen, also von Psychiaterinnen über Beraterinnen bis hin zu Psychotherapeuterinnen und anderen. Vor allem bekommt man auch in den fachspezifischen Ausbildungen natürlich auch Unterstützung darin, seinen Platz zu finden, auch Know-how, was bedeutet es, eine Praxis zu gründen, was braucht es dafür. Also all das versuchen wir ganz im Sinn des Trainings on the Job auch praxisnah zu vermitteln. Sie haben ja schon Studierende an der Bertha von Suttner Universität. Sind es auch PsychologInnen, die sagen, und ich möchte in dem Bereich jetzt auch noch hinein? Nein. Das nicht. Also wir haben schon einige Studierende. Wir haben jetzt sogar vor wenigen Wochen die erste Kohorte an Bachelorstudierenden, die mit sehr tollen Arbeiten abgeschlossen hat, und haben vor wenigen Tagen unser Masterprogramm gestartet, das sehr gut angelaufen ist. Wir haben ein sehr gemischtes Klientel an Studierenden. Wir haben gar nicht wenige, die quasi im zweiten Bildungsweg sich nochmal entscheiden, die schon in anderen Bereichen Karriere gemacht haben, die sehr verantwortungsvolle Positionen haben, die sagen, sie möchten sich nochmal umorientieren und ihr Interesse für den Menschen ganz gezielt nutzen. Und wir haben natürlich auch jüngere Studierende, die sehr früh gewusst haben, dass sie diesen Weg einschlagen möchten. Und das ergibt eine ganz spannende Mischung, weil wir ja auch, und ich sagte, wir haben ja auch die Möglichkeit des Upgrades, dann auch zum Teil erfahrene Psychotherapeutinnen in den Gruppen haben. Und diese Mischung, die ist für uns als Lehrende herausfordernd und spannend und ergibt ganz rege Diskussionen. Also es ist sehr bunt gemischt. Wir haben wenige Psychologen aber auch, ja, die nochmal diesen Weg einschlagen, die nicht über die klinische Psychologie kommen, sondern jetzt nochmal stärker sich psychotherapeutisch orientieren wollen. Ja. Würden Sie sagen, dass Ihre Arbeit ganz viel mit meiner Arbeit hat, nämlich mit beruflichem Fragestellen? Ja, ich sagte ja schon vorher, also vielleicht nicht nur die Arbeit des Psychotherapeuten, sondern überhaupt ein wissenschaftliches Verständnis hängt ja damit zusammen, zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und vor allem eine Lust daran zu haben, Fragen zu stellen und neugierig zu sein. Nicht im Sinne von Voyeurismus, also jemanden auszufragen oder jemanden irgendwie am Leben von anderen partizipieren zu wollen, sondern sich dafür zu interessieren und neugierig zu sein. Und das ist etwas, ich glaube, da sind wir uns ähnlich und das wir ganz gezielt auch professionell kultivieren möchten in unserem Studium. Wunderbar. Was sind die Kosten des Studiums? Das haben wir gehabt. Es waren, glaube ich, in etwa knapp 500, 498 oder so irgendwie Euro pro Monat? Es ist im Bachelor sind es 5.150 pro Semester, im Master 6.300 und dazu kommen noch Kosten für Selbsterfahrung und Supervision. Das ist schwer anzugeben, weil das je nach Zugang, den man wählt, unterschiedliche
Summen sind, die vorgeschrieben sind. Und dazu kommt noch, ich weiß nicht, ob so viel Zeit ist, dass ich darauf noch eingehe, auf den Unterschied. Ganz kurz. Es ist so, dass man seine Selbsterfahrung ja im Einzelsetting machen kann, also mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten, wo es natürlich teurer ist, als man macht diese Selbsterfahrung im Gruppensetting. Wir empfehlen immer, dass man sich beides anschaut, um auch zu fühlen, wie sich was das für einen Unterschied macht, nur damit Sie das wissen und einordnen können. Also eine Gruppenstunde kostet vielleicht zwischen 17 und 20 Euro und eine Einzelstunde zwischen 70 und 85 Euro. Und im ersten Studienabschnitt, also im Bachelor, haben Sie 50 Stunden Selbsterfahrung zu machen und 20 Stunden Supervision. Und jetzt können Sie sich ausrechnen, wie die Spanne ist, ob Sie es jetzt einzeln oder Gruppe machen. Ergibt sich ein Unterschied. Und das muss man einkalkulieren, da können wir Sie beraten, aber ich kann das nicht so pauschal ins Internet sprechen, was es kostet, sondern ich kann Sie dabei unterstützen, herauszufinden, was es für Sie kosten würde, wenn Sie so oder so machen möchten. Eine letzte Frage nehmen wir noch mit, denn die Arbeit als Psychotherapeut und Psychotherapeutin bedeutet natürlich eben mit Menschen arbeiten und sich da ja auch ausprobieren müssen, wie ist denn das, so wie Sie gesagt haben. Das heißt, wo kann man eben zum Beispiel dann Praktika absolvieren oder haben Sie das eh schon im Studium vorgesehen, dass das auch nachzuweisen ist? Ja, es gibt sowohl im propädeutischen Teil als auch im fachspezifischen Teil eine gesetzlich vorgegebene Mindestanzahl an Praktikumstunden, die in verschiedenen Konstellationen zu absolvieren ist, wo wir einerseits über unsere Kooperation mit dem ÖRGG, der auch die psychotherapeutische Ambulanz betreibt, eine gewisse Anzahl an Praktikumsplätzen zur Verfügung haben. Es gibt gleichzeitig eine Liste des Ministeriums von anerkannten Praktikumseinrichtungen, die man im Netz finden kann. Und wir unser Netzwerk permanent erweitern, auch mit Kooperationspartnern und immer wieder über Praktikumsplätze informieren. Aber grundsätzlich ist das auch etwas, das unsere Studierenden sehr kompetent machen, sich auch geeignete Praktikumsstellen, die ihre Interessenslagen treffen, zu suchen. Also da sind wir dabei, uns gegenseitig immer wieder Schuhe zu halten. Sie bieten das Ganze ja berufsbegleitend an. Das heißt, können Sie so einen Einblick geben, der Großteil arbeitet 20, 30 Stunden oder ist tatsächlich Vollzeit plus dieses alles möglich? Ja, das ist sehr unterschiedlich, je nach beruflicher Situation. Wir haben viele Vollzeitstudierende. Das geht sich in der Regel auch ganz gut aus. Schwieriger wird es in den Phasen, wo man sein Praktikum macht, wo es auch vielleicht mal vorübergehend sinnvoll oder notwendig ist, seine Berufstätigkeit vorübergehend etwas zu reduzieren. Mhm. Es wäre aber auch denkbar, dass Sie eine Praktikumsstelle finden, wo Sie, ich fantasiere jetzt irgendwas bei Rad auf Draht, am Wochenende Dienste übernehmen und das gut mit Ihrer Berufstätigkeit kombinierbar ist. Also wir haben das sowohl als auch. Wir haben Studierende, die das ganz gut neben 40 Stunden hinkriegen. Wir haben Studierende, die sind selbstständig, die sich ganz gut organisieren können. Und andere, die studieren lieber ein bisschen konzentrierter und reduzieren vorübergehend ihre Berufstätigkeit. Wunderbar. Wir fühlen uns bestens informiert, lieber Michael Wieniger. Sie sind eben Psychotherapeut und eben auch an der Bertha von Suttner Universität zuständig für das Studium Psychotherapie, das Sie anbieten in St. Pölten. Wir bedanken uns vielmals für heute, für Ihren Besuch hier am zweiten Messetag, dass wir auch gleich alle Live-Chat-Fragen haben beantworten dürfen und wünschen Ihnen viele interessierte Studierende im Herbst. Danke. Dankeschön.